Was finden Sie cool am SLF? Das Beste finde ich, dass kein Arbeitstag gleich ist wie der andere. Wie lange arbeiten Sie schon beim SLF? Ich bin jetzt schon seit 8 Jahren hier. Arbeiten Sie nur im Kältelabor? Finden Sie es dort cool oder haben Sie nicht so Spass? Ja, cool ist es schon im Kältelabor. Es ist schon irgendwie minus 20 Grad. Aber ich arbeite nicht nur im Labor, sondern auch ein Büro mit einem Computer, wo ich konstruiere oder mal etwas ausrechne. Und pro Tag bin ich vielleicht einmal so eine Stunde oder zwei im Kältelabor. Ja. Was machen Sie im Kältelabor? Wir tun zum Beispiel Schnee präparieren für den Computertomograph. Der Schnee kommt von der Antarktis oder Grönland und den müssen wir dort zuschneiden. Oder wir untersuchen, wie sich Glassen verändert in der Kälte. Und dann testen wir zum Beispiel Autoreifen auf Schnee, also ganz verschiedene Sachen. Danke vielmals. Bitte, bitte. Was arbeiten Sie genau? Ich bin Personalfachfrau hier am SLF, am Standort. Und mein Job ist Personalrekrutierung und Personalbetreuung von unseren Mitarbeitern. Was haben Sie für eine Ausbildung? Ich habe angefangen mit der KV-Lehre im Hotel hier in Davos, habe dann noch Berufsmaturen abgeschlossen und dann nach 6 Jahren Arbeiten habe ich dann die Weiterbildung zur eidgenössischen HR-Fachfrau gemacht. Was hast du vorher geschafft? Vorher habe ich bei Davos Tourismus geschafft, zuerst im Informationsbüro 3 Jahre lang und danach habe ich dann die Abteilung gewechselt und bin als Kongresskoordinatorin im Kongresszentrum tätig. Wie lange schaffst du schon beim SLF? Seit dem 2010 bin ich bereits da, das heisst bereits 6 Jahre. Wie bist du auf den Beruf gekommen? Ich habe im alten Betrieb habe ich sehr gut mit dem Personalchef, der hat uns Mitarbeiter sehr gut unterstützt in unserer Motivation und unsere Entwicklung. Und das war dann für mich die Motivation, um das auch zu machen. Gut, das war es. Merci. Danke. Ne? Wie bist du auf den Beruf mit Schnee gekommen? Ja, ich bin immer gerne im Schnee, habe immer gerne Skitouren gemacht. Und Lawinen haben mich immer interessiert. Und irgendwie, habe ich einfach immer gefunden. Zuerst habe ich mal auf Waldbrand im Studium etwas gemacht. Und dann fand ich es schon spannend, aber eigentlich frage ich mich immer, für was mache ich das eigentlich? In der Schweiz gibt es sogar fast keine Waldbrände. In der Schweiz sind doch mehr Lawinen das Problem und darum haben mich die Lawinen immer mehr interessiert. Wie lange schaffst du schon beim SLF? 18 Jahre ungefähr sind sie jetzt, ja. Bist du schon mal in eine Lawine gekommen? Ich war schon in mehreren kleineren Lawinen, aber noch nie in einer ernsthaften, wo ich ganz verschüttet war. Aber so ein paar Rutsche mag ich mich erinnern, wo so bis zu den Knien oder meine Beine im Schnee waren. Hast du schon mal jemanden gesehen, der in eine Lawine gekommen ist? Ja, nicht in einer ernsthaften, einfach auch so ähnlich, wie ich sie erlebt habe. Aber ich habe jetzt noch nie eine Lawinenauslösung erlebt, wo jemand gerade ganz verschüttet reinkam, als ich zugeschaut habe. Aber ich musste schon mal bei einer Rettungsübung mithelfen, in einer ernsten. Das hat es schon mal gegeben. Okay, vielen Dank. Was findest du gut beim SLF? Dass ich ab und zu rauskomme und in der Natur arbeiten darf. Was machst du im Elektroniklabor? Da baue ich Sensoren bauen und Datenerfassungen zusammenstellen. Wie viele Jahre arbeitest du schon bei SLF? Über 35 Jahre. Warum arbeitest du überhaupt bei SLF? Als ich eine Stelle gesucht habe, habe ich eine Stelle gefunden, die mir sehr gut passt. Und dort habe ich mich beworben und dann hat mich das SLF genommen. Du bist ja schon bei vielen Lawinensprengungen dabei gewesen. Was machst du im Bunker, wenn eine Lawine gesprengt wird? Als erstes schaue ich, dass die Datenerfassung läuft, dass alles in Ordnung ist. Und nachher schaue ich raus, wie die Lawine kommt, schaue, wie der Staubanteil ist und wie schnell das sie kommt und wie gross das sie kommt. Danke. Das war jetzt das Interview. Ja, bitte. Gern geschehen, Matthias.